Hallo und herzlich willkommen zu The Witcher 3 The Wild Hunt mit den Herzen aus Stein und dem Blut und dem Wein und hier ist schon wieder, ach Mann, das, warum macht die Quest immer was sie will? War ein Hexerauftrag, ne? Weiß ich noch nicht. Begib dich zum Spukhaus. Weiß ich nicht. Oder war das eine Nebenquest? Erkunde das Dorf. War eine Nebenquest. Siehst du mal. Das ist immer so nervig, ne, wenn du das Spiel ausgemacht hast. Klinge in den Rücken, zwischen die Wirbel. Rückenmark durchtrennt. Mhm. Sie konnte sich nicht mehr rühren. Verblutet. Das machen Monster eher selten, ne? Mit Messern angreifen, oder? Geralt? Du bist ja der Profi. Die Klinge hat die Organe getroffen. Hm. Schnitte. Flach. Aber jeder hat eine Arterie getroffen. Hm. Bolzen. Durchgebrochen. Einfach großartig. Kamerad. Arm über dem Ellbogen abgeschlagen. Mit einem Hieb. Hm. Mistgabel. Üble Nahkampfwaffe. Üble Nahkampfwaffe. Eine Mistgabel ist eine üble Nahkampfwaffe. Kaiserlicher Schnurrbart. Runde Backen. Hohes Tier. Todesursache, Stichwunde. Klinge zwischen die Rippen, direkt ins Herz. Er hält etwas fest. Eine Silberkette, gerissen. Er hat sie jemandem abgerissen. Mhm. Scheiße. Halt! Aha. Eine Puppe. Und kleine Fußabdrücke. Nimm mal mit. Süßes Kind, ne? Plötze. Warum ist das Kind nicht aufgehalten? Ist durchs Haus gerannt. Warum nicht? Alter. Geralt, was machst du da für Faxen? Da ist sie. Keine Angst. Ich tu dir nichts. Nur die Ruhe. Ich will nur mit dir reden. Lass mich! Mörder! Du Mörder! Ich hab nichts gemacht. Nein, falsch. Du hast Katzenaugen, genau wie er. Genau, auch so. Genau wie... Genau wie der böse Mann, der alle getötet hat. Hatte er zwei Schwerter auf dem Rücken? Ich sag dir gar nichts. Verschwinde! Schon gut, das reicht. Sag mir, was hier geschehen ist. Ja, ich sag's dir. Nein, unseren Wäldern. Da hat's gespukt. Onkel Sobemir hat gesagt, dass wir am besten einen Hexer holen. Dann kam einer, sah dir ähnlich, aber seine Augen waren böse.
Er hat uns den Kopf von dem Monster gebracht, aber Onkel Sobemi war wütend über irgendwas. Sie haben sich angeschrien. Und dann sind sie in die Scheune. Und da... Den Rest kann ich mir denken. Mich hat er laufen lassen. Weiß nicht wieso. Und dann ist er in die Richtung da verschwunden, wo wir Geschenke für die Götter hintun. Das hier habe ich im Heu gefunden. Katzenschule. Danke. Du hast mir sehr geholfen. Was machst du jetzt? Hast du hier Verwandte? Meine Tante wohnt in Erzdorf. Ich bring dich zu ihr. Aber erst muss ich mich um diesen bösen Mann kümmern. Die Puppe gehört doch dir. Halt sie fest und bleib hier. Ja? Schön hier bleiben, Kleine. Jut, jut, jut. Wenn er zum Kreis gegangen ist, ist er hier losgelaufen. Meinst du? Komm, wir gehen einfach gestrichelter Linie nach und dann passt das schon. Wie weit ist denn das entfernt? Ach so, okay. Der Steinkreis. Muss mich umsehen. Fußabdrücke. Kaum sichtbar. Müssen seine sein. Ich sehe überhaupt keine... Also... Alter Schwede, ist aber schwierig hier zu folgen, ja? Nur mich nicht an. Was haben wir denn da? Katzenrüstung? Wolfsmedaillon? Du hast was verloren. So weit kommst du, mir das Medaillon zu geben? Danke. Die Solidarität in der Branche lebt. Aber das Ansehen der Branche pfeift aus dem letzten Loch. Die Leute vergessen Massaker nicht so schnell. Berufsrisiko. Kann jedem passieren. Und? Was willst du hier noch? Erst mal reden, dann sehen wir weiter. Setz dich. Ich stehe lieber. Spuck's aus. Ehrendorf, was war da los? Bitte, das weißt du doch. Hast du eine Ahnung, was die mir für den Waldschrat zahlen wollten? Rat mal. Aha. Ich habe keine Lust auf Ratespielchen.
Dachte mir gleich, dass du ein Langweiler bist. Zwölf. Kapiert, Kumpel? 12 verfickte Kronen. Davon kann ich mir nicht mal die Trankzutaten kaufen. Was hattet ihr vereinbart? Ein Vielfaches. Aber zum Zahltag. Ach, du kennst die Nummer. Guter Mann, meine Kinder verhungern. Es ist Krieg. Die Götter mögen Gnade haben. Zeig doch Mitleid. Kommt mir bekannt vor, aber ein Grund zum Töten ist das nicht. Ich war noch nicht fertig. Ich sagte, dass sie von mir keine Gnade zu erwarten bräuchten. Wenn ich kein Gold sehe, würden sie sich den Waldschrat noch zurückwünschen. Sie guckten finster drein, dann sprach der Älteste. Ganz ruhig, Meister Hexer. Meine Leute und ich haben noch etwas Gold in der Scheune, wo die Männer des Barons es nicht finden. Komm, wir holen deine Bezahlung. Bin drauf reingefallen, wie ein Kleinkind. Einer plapperte noch weiter. Der nächste stach mir schon eine Mistgabel in den Rücken. Also hast du das ganze Dorf massakriert. Was hättest du denn gemacht? Wärst du zum Gemeinderat gelatscht, um eine Beschwerde einzureichen? Ich gebe zu, dass ich die Nerven verloren habe. Ziemlich sogar. Ich bin beschissene Löhne gewöhnt. An Betrügereien, an Geschrei um Hilfe von denen, die mich später anspucken. Aber mich ermorden? Um ein paar Kronen zu sparen? Solche Bastarde soll ich beschützen? Ich habe also blank gezogen. Und erst aufgehört, als alles voller Blut war. Das Mädchen. Warum hast du sie leben lassen? Weil... Ach, egal. Dann hätte ich nicht gefragt. Rede. Sie hat mich an meine Schwester erinnert. Wie sie war, bevor sie mich zur Katzenschule gebracht haben. Wie geht es ihr jetzt? Seit 10 Jahren tot. Altersschwäche. So, jetzt hatten wir unseren intimen Plausch von Hexer zu Hexer. Und nun? Es ist doch nicht meine Aufgabe, dich zu verurteilen. Das war's? Keine Lektion? Keine Nötigung, mich zu benehmen? Man nennt mich den Schlechter von Blaviken. Aus gutem Grund. Ich kenne das. Manchmal rollen Köpfe. Warte. Ich bin nicht so ein Flachwichser wie die Hinterwäldler. Du hast was gut bei mir. Hier, damit findest du meinen Schatz. Nimm, was du willst. Danke. Ich hab zu danken. Viel Glück auf deinen Wegen, Wolf. Ich sollte zu der Kleinen zurückkehren, bevor irgendwas anderes sie findet. Ganz ehrlich, hätte ich auch so gemacht. Weißt du, erst Zeche prellen wollen, weißt du, und dann Mistgabel in den Rücken stechen. Dann hack ich sie in Stücke. Dann haben sie es verdient. Da bist du! Ich dachte schon, dass du nicht wiederkommst, dass er dich auch tot gemacht hat. Mir geht's gut.
Wegen ihm musst du dir keine Sorgen mehr machen. Du bringst mich zu meiner Tante? Es ist abscheulich hier. Sicher. Gehen wir. Meinst du, ich könnte vielleicht bei dir Huckepack? Aber nur, wenn du mir nicht an den Haaren ziehst. Versprochen. Dann rauf mit dir. Tante! Tante Luzi! Millie? Was machst du denn hier, du kleines Luder? Ich? Also, im Dorf? Da ist keiner mehr. Ich erklär's. Du gehst ein bisschen spielen, ja? Boah, sieht das gut aus, ey. Es gab ein Massaker in Ehrendorf. Keine Überlebenden. Nur sie. Götter, was ist geschehen? Gesetzlose? Zechpreller. Könnte man so sagen. Wirst du dich um sie kümmern? Um ehrlich zu sein, es wäre mir lieber, wenn du sie mitnimmst. Komisch, sonst fürchten sich die Leute, dass ich ihre Kinder mitnehme. Sonst sind die Leute nicht so arm. Ich habe selber 4 Enkel. Eigentlich 6. 2 haben wir letzten Winter begraben. Von Rindensuppe lebt man eben nicht gut. Aha. Nimm das hier. Kauf nichts anderes als Essen davon. Wenn ich zurückkomme und du trinkst... So viel? Mögen's die Götter dir vergelten, Meister Hexer, mit tausendfachem Segen. Aber erwische ich dich beim Saufen, hack ich dir den Kopf ab. Ich muss jetzt weiter. Schon? Wieso denn? So ist das bei Hexern. Sie sind dauernd unterwegs. Kommst du mich denn mal besuchen? Auf jeden Fall. Vielleicht. Also gucken. Pass auf dich auf, Kleines. Millie, komm, wir besorgen Mehl, dann mache ich dir Pfannkuchen. Na, wie klingt das? Klingt das gut? Wo sind wir hier? Ich muss mir das merken. Ehrendorf. Alles klar. Habe ich bei Gronkh gesehen. Der raubt auch die Leute ständig aus. Und keiner sagt was. Und die haben ja geiles Zeug, ey. Junge. Lass es bleiben. Hex haben sich vom Clown erwischt und... Komm, wir müssen weg hier. Aber... ZZ. Auch wieder so einen Bescheuerten. Ich dachte schon, warum zieht er jetzt auf einmal das Schwert? Und war einer von Nilfgaard, ne? Von daher alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Nilfgaardische Bastarde darf man ruhig mal abziehen. Sei gegrüßt. Ja, du auch. Zeig mal.
Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Was hast du denn hier? Boah, 700. Nö, da suche ich das lieber und finde das einfach. Hab ich irgendwas? Nicht wirklich, ne? Ja, kannst Wolfsfell haben. Na gut. Hab Dank. Begib dich zum Schatz des Hexers von der Kasselschule, um deine Belohnung abzuholen. Ja, gut, machen wir. Komm schon! Weißt du, Gronkh, der kann die Leute ausrauben, noch und nöcher, weißt du? Ich hab die ganze Zeit schön aufgepasst. Bin an nichts dran gegangen, was nicht mir gehört. Oder was eben herrenlos ist. Jetzt mache ich das einmal. Und die drehen gleich am Rad. Richtig cool, Geralt. Richtig cool. Genau so macht man das. Oh, Plötze. Weiter so, Plötze. Plötze, das war... Das war nicht gut. Wo bin ich denn hier? Hier ist doch die Hütte von... Trollabulla, ne? Halt! So scharf drauf, dann dreckiger Bastard! Los, meine Lieben, an die Arbeit! Alle zusammen, Leute! Komm her, du kleine Made. Umweltfreundlich, Trophäe erhalten. Die haben aber ganz schön Damage gemacht, die Jungs. Aha. Ist das Loch? $250 Brief an Gaetian und Tiger. Hexenausrüstung. Gut. Getan. Es ist vorbei. Soldaten haben die Schule eingenommen. Sie haben Axel und Cedric getötet. Bei Schrödinger bin ich nicht sicher. Vielleicht lebt er, vielleicht ist er tot. Auf deinen und meinen Kopf wurden Belohnungen ausgesetzt. Meide Städte und Hauptstraßen. Verhalte dich unauffällig. Joel. Wer ist denn das? Nebling, Ghoul, Gruftweib. Warum hat er diese Trophäen nicht versilbert? Vielleicht wollte man ihn betrügen. Naja. Ich weiß es nicht. Vielleicht wollte er auch nur Deko haben. Da ist alles. Das ist Spekulation. Siehst du, guck mal, da hängt sich auch irgendwelche Elche da an der Wand. Seine Geschichte klang jedenfalls plausibel.
Besser in Ordnung. So. Haben wir das fertig? Schatzsuchen. Schatzsuchen haben wir nur noch in Dings. Alles klar. Schatzsuchen sind durch. Was haben wir hier? In Wählen. 33. Der wäre ein bisschen hart, ne? Novigrad. 24er. Und die sind auch auf Dings. Was ist das? Ochsenfurt. 35er. Ja, komm. Wir suchen den Succubus. Plötze! Bleib mal entspannt, Kalle. Bist du nur so schreckhaft? Wir das Dorf? Ja, wir kennen das Dorf. Aber das ist hart weit weg. Na gut. Steht zwar auf das Reiten, aber man muss es ja auch nicht übertreiben, ne? Ein Succubus. Den müsste ich mir eigentlich angucken, ne? Weil er ist noch weiß. Und warum der weiß ist? Ah. Der ist bestimmt aus gutem Grund, weil ich erinnere mich dran. Hier waren diese Ghule mal, ne? Oder? Verschlossen. Gerade auch ein Schwert da gefunden in der. Boah, Alter! Ja, da wisst ihr Bescheid, ne? Da ist das Scherbending, ist jetzt durch. Taumeln, betäuben. Rüstungsdurchbohrung. Hat sich absolut gelohnt, ey. Alter Schwede. Was ein Dingen, ey. Tiger. Der Schaden verändert sich basierend auf der Charakterstufe. Ja, aber da kommst du leider nicht mit. Ich bin jetzt schon 23. Und du bist immer noch pimmelig. 34 plus finde ich schon in Ordnung. Bin ich aber neugierig mit der Höhle hier. Ja. Hier war ich doch schon anscheinend. Ja.
Aha. Keine Ahnung, was die hier machen. Das war, wo wir hier Rittersporn gerettet hatten, ne? Na gut. Ja, stimmt. Alles hier abgeschlossen. Komplize. Weißt du, eigentlich müsste ich dir auf der anderen Seite auch nochmal so eine Trophäe hinhängen. Das ist also das Spukhaus. Sieht gut aus, ne? Erkunde das Spukhaus mit Hilfe der Hexersinner. Alles klar. Der Bewohner ist offensichtlich in Eile aufgebrochen. Aber ein Geist hätte mich schon angegriffen. Warum sprichst du denn in zwei Sprachen? Rado wird der Gestrenge. Überlegenes Reliktöl. Mhm. Schön. Kennen wir schon, Rado wird den Gestrengen. Konjunktion. Polymorphie und Tagebuch aus dem Moldawi-Anwesen. Ja, ich muss Polyphomie, muss ich lesen. Polymorphie, so. Eine Änderung der Form, das Modellieren der eigenen Materie wie Lehm ist kein Novizentrick, kein Lichtspielchen oder blauer Blitz zum Rattentöten. Nur die, deren Inneres mit den Mysterien der Magie getränkt ist, was wenigen vergönnt ist, können hoffen, die Polymorphie zu meistern. Natürlich gibt es Ausnahmen. Drachen besitzen dieses Talent von Natur aus, wie jeder weiß. Ohne es erlernen zu müssen, können sie einer außerweltlichen Intuition folgen, zwischen menschlicher und Reptilienform wechseln. Unter anderen Rassen können höhere Vampire, wie etwa Bruxare, zwischen den Formen wechseln. Doch aufgrund der naheliegenden Schwierigkeiten bei Forschungen auf diesem Gebiet ist nicht bekannt, ob diese Verwandlung einem Akt der Polymorphie entspricht. Die Menschen sind den Gelehrten der Polymorphie sehr viel zugänglicher. Die Jahre der Forschung haben Früchte in Form von bestimmten Methoden und Richtlinien getragen, was die Identifikation, Pflege und Verwendung des Talents betrifft. Die vollkommenste Form des umsichtigen Einsatzes dieser Methoden findet sich bei Philippa Eilhardt. Wer ist diese Frau? Mann. Ja. Das andere Buch hier von dem Dings wollte es mir nicht zeigen. Zeig her. Tagu vom Moldauer. So ein hübsches Haus. Ich kann nicht fassen, dass wir es so günstig erstehen konnten.
Valeria war ja immer geschäftstüchtig. Sie hat so erbarmungslos gefeilscht, dass der Makler um ein Drittel runtergehen musste. Unglaublich. Valeria sagt, dass die Raumaufteilung außergewöhnlich gut gelungen ist. Morgen holen wir unsere Sachen. Es wird schön werden, ein eigenes Haus zu haben. Endlich Ruhe und Frieden. Kaum hatten wir die Möbel arrangiert, befand Valeria, dass die Wände gelb gestrichen werden müssen. Vielleicht ist das eine gute Idee. Es sorgt für mehr Gemütlichkeit. Gelb auf gar keinen Fall. Valerias Mutter hat uns besucht. Morgen streiche ich die Wände grün. Ach so. Valeria hat in der Nacht Geräusche gehört. Sie hat mich mehrfach geweckt. Aber ich vernahm nichts. Heute Nacht habe ich es auch gehört. Die Wände haben gewackelt. Valeria hat von den Nachbarn erfahren, dass in diesem Haus einst ein mächtiger Magier gelebt hat. Sie sagen, dass er Dämonen beschworen hat und sein Geist noch im Hause umgeht. Die Leute glauben ja den abenteuerlichsten Unfug. Valeria hat beschlossen, für eine Weile wieder zu ihrer Mutter zu ziehen, bis ich etwas mit den Wänden unternommen habe. Ich spaßte, dass ich sie nochmal streichen könne, aber das fand sie dann wohl nicht komisch. Die Wandverkleidung fällt ab. Ich meinte, letzte Nacht etwas gehört zu haben, wie ein erstickendes Brüllen. Valeria ist wieder da. Sie hat einen Käufer für das Haus gefunden. Um jeden Verdacht auszuschließen, hat sie behauptet, die Witwe des Magiers zu sein, die das Anwesen nach dem unglücklichen Tod ihres Gatten auf dem Scheiterhaufen verkaufen möchte. Der dumme Graf glaubt sicher, ein unvergleichliches Schnäppchen gemacht zu haben. Naja. Naja. So, was haben wir hier? Salz, vermutlich um Geister zu vertreiben. Alberner Aberglaube. Alberner? Ja gut, dann lass ich das sein. Ich habe gedacht, das funktioniert gerade. Ui. Durch diesen Spalt zieht es. Da ist was drin. Muss aber erstmal hier in den Spalt hier reingucken. Alles tutti? Gut. Entschuldigung. Boah. Zeig her. Ist aber hier. Hier war lange keiner mehr. Da grunzt was, oder? Geralt? Ich tippe auf den Gargoyle. Sollen wir schon mal gucken, was er dafür braucht? Konstrukte, ne? Ah ja, was brauchen die? Konstruktöl, ist klar. Und Igni und Axi. Interessant. Na gut. Das ist keine normale Wurzel. Die Pflanze muss magisch sein. Sieht wie ein Tagebuch aus. Im Umgang mit Kreaturen dieser Art ist es unabdinglich, ein Gleichgewicht zwischen der Ausübung ihres Willens und der Einschränkung durch die Fesseln der Dienerschaft zu erreichen. Der verständige Elementarist sollte nach Zähmung eines magischen Dieners der süßen, doch verhängnisvollen Versuchung widerstehen, die Kreatur zu entfesseln, da hieraus nur Unbill entstehen wird. Ja, sogar Heulen und Zähneklappern. Ebenso ist es nutzlos, das Joch des Dieners zu stramm zu ziehen, weil die Kreatur damit dumpf und dämlich wie ein Brocken Erde sein wird. Die Kunst besteht darin, eine angemessene magische Barriere zu erschaffen, deren Wirksamkeit von einem Kristall der Macht unterstützt wird. Der Kristall ist von größter Wichtigkeit. Sollte er kaputt gehen, fällt die Barriere in sich zusammen. Aber keine Sorge, weder Axt noch Klinge können ihm etwas anhaben. Solch eine geschützte Barriere soll als des Dieners Gefängnis dienen, ohne seine Macht jedoch ungebührlich einzuschränken. Hierzu sind freilich vorzügliche Fertigkeiten vonnöten, die durch oberflächliches Studium
und gelegentliche Praxis nicht erwerben, zu erwerben sind. Die Stümper und Tunichtgute unserer Profession brauchen sich gar nicht zu bewerben. Gut, ich muss Dukas eine Reinschrift davon anfertigen und zur Veröffentlichung vorbereiten lassen. Möchte wissen, wo der Teufel steckt, habe ihn doch schon vor Urzeiten um Käse und Tinte geschickt. Ein Erdgenius. Ziemlich mächtig obendrein. Ich muss tiefer rein und irgendwie den Durchgang öffnen. Was ist das? Ein Erdgenius? Was ist ein Erdgenius? Der hier, oder was? Keine Investition in Steine ist ohne Risiken. Vielleicht ist das Dach undicht. Das Gebälk hat strukturelle Schwächen. Der Wohnzimmerfußboden ist zerkratzt. Vielleicht liegen sogar Elfenruinen unter den Fundamenten, in denen ein Erdgenius nur auf die Gelegenheit wartet, seine Ketten zu sprengen. Es ist nicht leicht, so ein Monster zu besiegen. Nur die härtesten Schläge können sein zähes Äußeres durchdringen. Die Kreatur ist außerdem imstande, mit nur einem vernichtenden Faustschlag die Knochen ihres Gegners zu zermalmen. Daher sollte man sich ihr niemals nähern, ohne zuvor das Quenzeichen gewirkt zu haben. Auch das Erdenzeichen ist nützlich. Die anderen Zeichen, Igni, Art und Axi, sind hingegen völlig wirkungslos. Ja, gut. Passt doch. Alles klar. Kriege ich hin. Inventar. Zuck. Öle. Irgendwo habe ich hier Konstruktöl. Verfluchten. Relikt. Konstruktöl. Sogar verbessert das. Geht klar. So, was wolltest du dann haben? Eine Deuteriumbombe? Habe ich angewählt, oder? Mondstaub habe ich. Was habe ich angewählt? Deuteriumbombe. Geht doch. Kannst ihm richtig einen vor die Maske ballern. Gut. Können wir uns eventuell noch ein Absurd gönnen, Geralt? Greifenabsurd. Werwolf, Erscheinung, Gorgo, Wyvern, Gruftweib, Waldschrat, Basilisken, Ekima, Chort. Das scheint es nicht wirklich zu geben. Dann versuchen wir es mal ohne Absurd diesmal. Ja. Finde den Genius. Muss ich hier in die Pampe reinspringen, oder was? Gibt's denn hier irgendwas zu entdecken, Geralt? Ich glaube fast nicht, ne? Na gut. Da ist auch nichts, ne? Da ist ein Hebel. Da hat was geklingelt. Da hat was geklickt. Kommt er nicht hoch? Gut. Ich stelle fest, die Zeit ist rum. Von daher, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, und in der nächsten Folge versuchen wir mal dem Steinkoloss da einen auf die Nuss zu hauen. Von daher, ich wünsche euch was. Bye, bye.